Herzlich willkommen hier bei uns in der Waldakademie. Hier können BesucherInnen viele spannende Dinge über den Wald erfahren und natürlich ganz besonders über das Lebewesen Baum. Weil uns Bäume einfach so am Herzen liegen, finden wir es grundsätzlich blöd, wenn Bäume gefällt werden. Und weil wir euch auch in Zukunft noch viele spannende Dinge über den Wald erklären möchten oder zeigen möchten, klopfe ich jetzt einfach mal hier auf Holz. Moment, besteht Holz nicht aus toten Bäumen? So, jetzt aber mal Spaß beiseite. Ich bin Förster und mir macht Forstwirtschaft Spaß. Allerdings gibt es eine Sache, die man für Forstwirtschaft braucht. Und das ist der Wald. Und irgendwie hat es die Forstwirtschaft geschafft, in den letzten Jahren immer mehr Waldfläche in Deutschland zu vernichten. Tatsächlich ist das keine Auswirkungen der letzten vergangenen 5 Jahre und der Trockenheit, sondern Forstwirtschaft arbeitet in Deutschland fast seit jeher mit Plantagen. Das heißt, es wird hier auf Bäume gesetzt, die hier gar nicht heimisch sind, ja, und die hier massive Probleme haben, weil sie hier nicht ihr heimisches Ökosystem vorfinden. Natürlich kann man Fehler machen. Ja, jeder hat schon mal Fehler gemacht, ich habe auch schon mal Fehler gemacht, aber es wäre schon schön, wenn man aus diesen Fehlern lernt. Und wenn ich jetzt sehe, dass hier große Fichtenkahlschläge verursacht werden, weil man eben sagt, die Fichte ist keine heimische Baumart, die geht hier kaputt, und dann aber wieder auf Plantagen setzt, indem man zum Beispiel Douglasien anpflanzt, dann muss ich sagen, hat man aus den vergangenen Fehlern nichts gelernt. Und Forstwirtschaft arbeitet jetzt aktuell massiv gegen das Waldökosystem, in dem gewaltige Freiflächen geschaffen werden, die sich aufheizen. Alle übrig gebliebenen Bäume müssen damit zurechtkommen. Hierbei kann man Temperaturen messen, die bei ca. 60 Grad Bodentemperatur liegen. Das ist verdammt heiß, tut mir leid, und damit muss ein Baum zurechtkommen. Und wenn er es nicht schafft, tja, dann ist es der Klimawandel. Ich würde mir wünschen, und ich denke, so sollte es auch vielen Försterinnen und Förster gehen, weil ich meine, wofür braucht man hier Försterinnen und Förster? Wir stehen hier vor einer Kahlfläche. Da wächst in den nächsten 60 Jahren, wachsen hier hoffentlich wieder Bäume, aber das machen die ganz von alleine. Für die Forstwirtschaft würde ich mir wünschen, dass wir anders mit Wald umgehen, deutlich schonender und dieses Waldökosystem erhalten, weil dann sind die Berufe auch langfristig gesichert. Bei dem ganzen Nutzungsaspekt durch die Forstwirtschaft haben wir zwei weitere wichtige Funktionen des Waldes noch gar nicht berücksichtigt. Zum einen die Schutz- und zum anderen die Erholungsfunktion. Eine Mehrzahl der Menschen in Deutschland nutzt den Wald für die Erholung. Und tja, klar kann man sich jetzt darüber streiten, welcher Wald erholsamer ist, aber wenn man mal fragt, finden häufig die Menschen kaputtgefahrene Wege, Rückegassen und Kahlschläge als nicht besonders erholsam, auch wenn die Sonne dort deutlich häufiger scheint. Aber ich glaube, über Sonnenstunden und Trockenheit, oder sagen wir zumindest über Sonnenstunden, brauchen wir uns in Zukunft nicht beklagen. Das Klima wird extremer, und da kommt der zweite Aspekt, die Schutzfunktion des Waldes mit hinzu. Wenn es heißer und trockener wird oder Starkregenereignisse häufiger werden, dann kann uns intakter Wald helfen, uns vor diesen Extremen zu schützen, und wir können uns besser erholen. Aber dazu braucht es eben intakten Wald und entsprechend viele Bäume. Also auch hier sieht man mal wieder, wie Forstwirtschaft auch diese anderen Funktionen deutlich beeinträchtigt. Das zweite Waldstück, das ich euch jetzt zeigen möchte, ist ein alter Buchen-Eichenwald, der hier in der Eifel sehr ursprünglich ist. So ist er hier über viele Jahrhunderte bzw. Jahrtausende wahrscheinlich auch vorgekommen. Ob dieser Waldstandort jetzt schon Jahrtausende alt ist, das kann ich euch leider nicht sagen. Es stehen hier zumindest schon ein paar ältere Bäume darin. Aber was ich euch eigentlich zeigen möchte, ist, dass hier auch Waldbewirtschaftung stattfindet. Also auch Forstwirtschaft. Es werden hier Bäume gefällt, die auch aus dem Wald entnommen werden. Aber es macht den Anschein, dass hier der Walderhalt trotzdem über allem steht. Das heißt, die Forstwirtschaft wird sehr schonend betrieben. Trotzdem ist uns natürlich bewusst und wohlwissend, dass
Waldbewirtschaftung immer eine Schwächung des Ökosystems bedeutet. Ja? Auch die schonendste Variante, ob ich jetzt Bäume per Hand mit Motorsägen fälle und dann mit dem Pferd an den nächsten LKW-befahrbaren Weg vorziehe, das ist immer eine Schwächung. Es wird das Kronendach geöffnet, die Temperatur in so einem Waldökosystem steigt, die Bäume müssen darauf reagieren. Es gibt sogar Untersuchungen, dass das bis zu 60 Jahre dauert, bis sich die Bäume quasi wieder von solchen Eingriffen erholt haben. Also eine für uns Menschen extrem lange Zeit. Und man muss diese Eingriffe auch immer wieder neu überdenken. Machen sie noch Sinn? Ja, ist es vielleicht das Schonende schon zu viel? Denn ein Waldökosystem ist ein Naturraum und Natur ist eine ständige Veränderung, ist ein Prozess, die sich immer wieder verändert und die sich anpasst. Und wir erleben es am eigenen Leib, dass sich das Klima derzeit sehr extrem zeigt. Das bekommt natürlich auch der Wald zu spüren und muss mit diesen Veränderungen klarkommen. Wenn wir jetzt mit Waldbewirtschaftung es übertreiben würden, ja, und vielleicht ein paar Bäume zu viel rausnehmen, dann kann das schon für ein Waldökosystem bedeuten, dass es zu viel ist und es zusammenbricht. Und das ist was wir alle nicht möchten, denn ohne Wald würde es auch keine Forstwirtschaft geben.